Ist das eigentlich euer Ernst, dass der eine einzige Bergarbeiterzwerg schafft, weil ihr es nicht hinkriegt, da hinten hinzukommen? Also mal ganz ehrlich, der Weg dahinter existiert doch, oder? Oder nicht? Nein, er existiert nicht. Ach so. Okay, mein Fehler. Jetzt existiert da hinten ein Weg hin. Ja, sorry. Das war mein Fehler. Gut, wir haben Betten. Die beiden Betten werde ich später verschieben. Wahrscheinlich. Werde das darüber packen und hier noch eins hinstellen. Und mich auf mehr Holz freuen. Yay. Und ja, ich sollte mich nicht zu sehr aufregen bei dem Spiel. Nur finde ich es blöd, wenn meine Militärs im Ernstfall machen, was sie wollen. Das ist doch nicht War Fortress. Oder doch? Das hier ist eine riesen Silberader. Aber echt mal. Wie oft willst du das noch erwähnen? So, noch ein Forschungspunkt für zweite Luft. Da würde ich gerne noch einen Tisch hinstellen. Ich rufe schon mal noch einen Jungzwerg. Wir haben nämlich genug Nahrung und genug Zufriedenheit, um den zu unterhalten zu können. Da ist Eisen. Eisen ist gut. Eisen ist Liebe. Das ist so ähnlich. Und ja, ganz ehrlich, die... Ich sag's immer, ich sag das immer wieder ganz ehrlich. Ja, die... Die ganzen Leitern hier, die wir hier haben. In die Bereiche, die können eingerissen werden. Weil eigentlich müssen wir da nicht mehr hin. So. Gut. Nee, du kannst... Du musst da weg. Und dann tue ich mal einen von den beiden Tischen darüber. Wobei, ich guck gerade mal. Ich kann nämlich jetzt ja gute Forschungstische bauen. Die gehen sogar einigermaßen mit dem Preis. Jo. So, genau. Da haben wir schon mal den ersten guten Forschungstisch und ich belasse es auch bei den Forschungstischen dann.
Ja, guck mal, was da drunter ist. Kriegst auch eine Leiter. Gold und Eisen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mhm. Wieder nach oben. Ja, und ich könnte diesen Raum hier ausbauen zu einem Außenposten. Das würde sich sogar ziemlich anbieten. Drei Betten reinstellen. Irgendwo einen Tisch. Und Turmalin ausgraben. Hey, ja, sehr gut. Da ist eine schöne Rohstoffader. Im Gegensatz zur letzten Mission ist hier sehr viel Ressource. Sind hier sehr viele Ressourcen. Ist hier sehr viel Ressource. Ah, ja. So, damit ist der Raum auch schon mal fertig. Und ja, zum Glück werden die Holzklötze... Kann ich die eigentlich verschieben? Nö. Ist aber schön, dass man sie nicht mehr sieht. Die ruhen sich aus. Die machen ordentlich Forschungspunkte. Ich glaube, er macht sogar... Genau, er macht sogar mehr als er hier, weil er den besseren Tisch benutzt. Gut. Danach geben wir... Habe ich eigentlich schon die Arbeiterverbesserung? Nein, die ist da oben. Jetzt erstmal zweite Luft. Bist du fertig? Ja, danke schön. Und noch mehr Eisen. So, ich grab mich jetzt mal hier in den Raum auch rein. Dann schauen wir nämlich mal, wo der hinführt. So, die holen uns mir da unten das Eisen wahrscheinlich erstmal. Jedenfalls zwei von ihnen. Ja, und er geht geradeaus. Er buddelt in den Raum rein. Und hier hinter dem Ding ist nochmal Gold. Ist das alles ein Goblin? Ich habe was Gefährlicheres erwartet. Aber man soll sich nicht beklagen. Oh. Gnomen ist okay. Auch wenn der Goblin es schon wieder in meine Base geschafft hat. Naja. Das gibt nochmal gut Gold. Da ist auch noch mal Gold. Und nebenbei Gold. Ich sollte
meine Schatzkammer vergrößern. Yay. Oh, hinter dem Stein ist Stein. Welche Ironie. Oh, ich sollte allgemein mal immer gucken, was da drunter ist. Hey, yeah. Den Teleporter kann ich leider nicht verkaufen und ich kann auch nicht mit ihm interagieren. Aber hier sind noch jede Menge Ressourcen dahinter. Nee, den Raum, den taste ich nicht mehr an. Aber den Raum zum Beispiel. Ja gut. Ich glaube aber nicht, dass hier noch irgendwo was dahinter versteckt ist. Nö. Also setzen wir das Mauerwerk neu. Oder auch nicht. Ernsthaft, warum kann ich hier nichts setzen? Hier kann ich was setzen, hier nicht. Achso, jetzt kann ich da. Jetzt kann ich was setzen, aber nicht überall. Egal, ich freue mich, dass ich hier nochmal Ressourcen gefunden habe. Die ich gleich mal zum Ausgraben deklariere. Er gräbt da unten noch das Gold endlich aus. Und ja, wir kommen an die Truhen. Und ich kann noch mal eine Statue in Auftrag geben, damit wir das auch mal erledigt haben. Da. Da, Statue. Und zwar die Statue hier. Ja, das wissen wir mittlerweile. Danke. Na, ich will den Zwerg nicht verbannen. Ich will ihn rausporten. Und ich muss eine Brücke noch bauen. Ich könnte Steinbrücke aus Stein und Eisen. Nee, eine ganz normale Holzbrücke tut's auch. So. Achso, cool. Unter den, über den Teleporter können wir nichts bauen. Den super Hightech Beam da. Ja, dann heißt es wohl in die andere Richtung weiter. So, wir warten noch, bis die Statue gebaut wurde. Oh, und wir können mit den Forschungspunkten jetzt was anfangen. Den Handwerker verbessern. Weil bevor ich auf die Militärspezialisierung gehe, will ich erstmal die Ressourcen dazu finden. Vorher sind andere Sachen wie bessere Betten und so weiter einfach wichtiger. Und wir kommen langsam auf das Holz zu, was wir brauchen. Sehr gut. So, das ist meine dekadente Schatzkammer. Was heißt, naja, dekadent nicht wirklich. Sie ist halt voll mit Truhen. Aber es ist eine Schatzkammer, wie sie Zwergen gebührt. Gut, mit dem Anblick auf die Schatzkammer und unserer aktuellen Lage würde ich sagen, machen wir erstmal wieder einen Cut. Also zurück zur Welt. Vor dem Verlassen das Spiel nochmal speichern und unsere Punkte kassieren. Und ich habe wieder mal gequatscht, während ich im Übergang war. Das gewöhne ich mir nie ab. Also was ich gerade gesagt habe, falls es nicht auftauchen sollte, lässt noch die Punkte kassieren. Ist nicht gerade viel. Laufschuhe bringt mehr als Plattenpanzer. Pff. Aber ja. Noch 75. Also wenn wir die Mission abschließen, können wir schon mal den genialen Prinzen freischalten.
Und dann fehlt nur noch Erleuchtung. Gut, aber ich würde sagen, jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.